bin der Robert Jasper und ich bin Profi-Bergsteiger. Meine Spezialität sind die großen Nordwände, die Eiger-Nordwand, und ganz besonders gerne gehe ich auch ans Ende der Welt auf Expeditionen. So die letzten weißen Flecken auf der Landkarte, die noch nicht entdeckt sind, die reizen mich ganz besonders. In der Eiger-Nordwand ist es heutzutage so, dass es ja schon einige Routen gibt, aber es sind eben auch noch so die letzten Flecken von diesen ganz steilen, überhängenden Felsteilen, die noch nicht beklettert wurden. Es war natürlich extrem schwer, das zu schaffen, weil das ist einfach ein Wandbereich, wo wir auch selber nicht sicher waren, ob man da überhaupt hochklettern kann. Aber gerade so an dieser Grenze zwischen möglich und unmöglich zu arbeiten, das ist für mich eine große Leidenschaft, eine große Herausforderung. Wenn ich so eine schwierige oder so eine extreme Route kletter wie unsere neue Route, dann brauche ich natürlich Mut und auch Kreativität, sehr viel Energie, Kraft. Das ist natürlich da ganz wichtig, dass man auch seine eigenen Kräfte kennt und darauf vertraut und trotzdem auch nicht zu viel riskiert. Die Expedition nach Baffin Island ist eigentlich ein kompletter Kontrast zu dieser Eiger-Nordwand-Route, weil es ist wirklich ganz am Ende der Welt, wenn man das mal so sagen will. Das ist in der Arktis, und wenn man dorthin aufbricht, ist es für mich ein Riesenabenteuer. In Baffin Island war das eben so, dass wir gesagt haben, wir wollen aus eigener Kraft dorthin kommen und wollen wirklich so aus eigener Energie diese Big Wall, diese Riesenwände da erreichen, und das war natürlich dementsprechend schwierig. Meine Erfolge sind natürlich nicht vom Himmel gefallen, die sind ein Ergebnis von jahrelanger Arbeit und hartem Training, und dementsprechend ist natürlich auch sehr wichtig, dass man sich planmäßig vorbereitet und dass man sich natürlich auch nicht auspowert. Gerade hier im Schwarzwald ist es für mich wirklich so Energie pur, wo ich einfach meine Akkus wieder aufladen kann. Bei der Wahl meines Energieunternehmens ist mir der Umweltschutz oder die Ökologie extrem wichtig. Ich sehe ja auf diesen Expeditionen, auch wenn ich in den Alpen unterwegs bin oder hier auch im schönen Schwarzwald, wie wunderbar die Natur ist, und ich finde, man muss sie dementsprechend auch schützen. Bei Naturenergie kann ich einfach sicher sein, dass es ökologischer, sauberer Strom ist. Wenn ich jetzt hier im Schwarzwald joggen gehe zum Beispiel, dann weiß ich, an dem Fluss, da steht ein Kraftwerk, und ich weiß, da wird der Strom produziert, den ich dann zu Hause aus der Steckdose bekommen, das ist einfach ein gutes Gefühl. Also den Service und das Angebot finde ich sehr gut. Man kann es vor allem sich selber zusammenstellen und auswählen und dementsprechend auch für den eigenen Haushalt eben das Package dann zusammenstellen. Also mir ist es einfach sehr wichtig, dass wir in unserem Haushalt umweltfreundliche Energie verwenden. Die Natur und einfach das Draußensein, das gibt mir so viel, dass ich einfach auch im normalen Leben versuche, die Natur so weit wie möglich zu schützen. Und das möchte ich einfach auch den Menschen weitergeben.